bekomme ich für meinen verstorbenen Ehegatten auch die Grundrente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Das Thema der Grundrente war ja in den letzten Wochen und Monaten, ab März diesen Jahres kann man so sagen, in aller Munde. Da ging also richtig die Post ab, auch im Internet und überall gab es dann ganz viele Anfragen, auch bei uns, und die Anfragen reißen nicht ab. Und jetzt haben wir zum Beispiel eine neue Anfrage bekommen und da geht es um folgenden Sachverhalt. Eine Versicherte erhält eine Witwenrente. So, und die fragte nach, ob sie denn für ihren verstorbenen Mann aus der Witwenrente dann auch die Grundrente bekommen würde, wenn denn dann die Grundrente kommt. Ist ja die erste Frage, die zu beantworten wäre. Wir wissen es ja noch nicht, kommt denn überhaupt die Grundrente? Wir haben ja viele Informationen auf rentenbescheid24.de veröffentlicht zum Thema Grundrente. Können Sie also auch mal ein bisschen nachlesen, was das ist. Aber ich komme wieder auf den Kern zurück. Gibt es denn die Grundrente auch für die Witwenrente? Ja, das ist wohl wahr. Die Grundrente gibt es dann auch offensichtlich für die Witwenrente. Zumindest aus diesem Gesetzesentwurf, der uns vorliegt, kann man nichts Gegenteiliges entnehmen. Also da steht nicht drin, dass es dafür nicht gelten sollte. Hat also der Verstorbene selbst als Bestandsrentner Anspruch auf die Grundrente, wenn er zum heutigen Zeitpunkt leben würde, dann steht der Witwe selbstverständlich über die Witwenrente auch die Grundrente des Verstorbenen zu. Denn der Gesetzesentwurf erfasst ja nicht nur die Neurentner ab 2021, da soll es ja wirklich losgehen, sondern auch die Bestandsrenten. Und bei den Bestandsrenten gibt es keinen Ausschluss, dass die Witwenrenten oder hinterbliebenen Renten davon extra ausgeschlossen sind. Also die erfassen ja die Altersrenten, die Erwerbsminderungsrenten und auch die hinterbliebenen Renten. Also ja, wenn die Grundrente kommt, wird das sicherlich auch ein Thema werden, dass man also für einen Verstorbenen tatsächlich die Aufstockung bekommt. Wir müssen natürlich jetzt noch abwarten, wie dann die einzelnen Details aussehen und ob sich die CDU, CSU und SPD tatsächlich dann auf das Grundrentenmodell einigen wird. Das werden wir sehen. Ich vermute, dass das gar nicht so viele Leute werden, die es betreffen wird, aber die Praxis wird es zeigen. Sollte die Grundrente kommen, auf jeden Fall in geeigneten Fällen einen Antrag stellen. Denn von alleine kommt der Rentenversicherungsträger nicht auf Sie zu und wird Ihnen dabei irgendwie helfen, sondern da müssen Sie schon selber einen Antrag stellen. Näheres zum Thema Grundrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. PS, sorry, ich habe was vergessen zu dem Video jetzt hier mit der Grundrente und der Witwenrente. Das gilt natürlich nicht nur, also die Grundrente für die, wenn sie kommt, für die Witwen, sondern dann auch für die Witwer. Denn wir haben ja Witwen und Witwerrenten. Das wollte ich nur noch mal ganz kurz erwähnen. Ich wünsche eine schöne Woche. Euer Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.